Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video, zu diesem Video, bei welchem ich heute euch die Samsung Galaxy Gear Smartwatch zeigen möchte. Natürlich im Zusammenspiel mit dem Galaxy Note 3, anders geht das im Moment noch nicht. Und ich zeige euch nicht nur diese Smartwatch, sondern wir vergleichen sie auch noch gleich mit der anderen bekannten Smartwatch, nämlich mit der Pebble Smartwatch. Und zeigen so ein bisschen die Unterschiede, die diese beiden Geräte haben. Vielleicht zuerst mal vom Äußeren. Samsung hat ja die Galaxy Gear zusammen mit dem Galaxy Note 3 vorgestellt an der IFA in Berlin. Und ich habe die jetzt beide hier. Und ihr seht, wir haben einen super AMOLED-Bildschirm. Wir haben natürlich einen Touchscreen, mit dem man hier verschiedene Funktionen abrufen kann. Und man hat auch eine Kamera drin. Man kann damit auch telefonieren. Also die Smartwatch geht relativ weit. Weiter eigentlich, als ich das erwartet hätte, beziehungsweise als ich das für praktisch befand. Ich muss dazu sagen, ich habe schon seit einigen Monaten hier die Pebble Smartwatch, die fast nichts kann, aber das, was sie kann, macht sie eigentlich ganz gut. Nämlich einfach Anrufe anzeigen, E-Mails und SMS anzeigen. That's it. Und das macht sie eigentlich ganz hervorragend. Ist sehr klein, ist sehr leicht. Ich habe hier, ihr seht es, die Kickstarter Edition. Pebble war ja das erste Kickstarter-Projekt, welches über 10 Millionen Dollar Funding bekommen hat und dann daraufhin diese Uhr dann gebaut hat. Und mit Samsung steigt jetzt eigentlich der erste große Hersteller in den Ring der Smartwatches. Apple wird ja irgendwann nächstes Jahr 2014 sicher auch eine iWatch oder sowas ähnliches rausbringen. Aber Samsung, kann man jetzt eigentlich sagen, hat die Krone für die erste Smartwatch eines großen Herstellers sicher bekommen. Nachteil dieses Gerätes im Moment, es funktioniert ausschließlich mit dem Galaxy Note 3. In den nächsten Wochen, ich nehme das Mitte Oktober auf, dieses Video, in den nächsten Wochen werden Updates erwartet für das Galaxy S3 vom letzten Jahr, fürs Note 2 und natürlich auch für das aktuelle Top-Smartphone von Samsung, das Galaxy S4, womit die Smartwatch dann mit diesen Geräten ebenfalls kompatibel ist, aber sie wird sicher nie mit einem iPhone funktionieren. Sie wird auch nie mit einem anderen Android-Device zusammenarbeiten, sondern dafür braucht man ein Samsung-Gerät. So, was haben wir hier? Wir schauen uns das mal an. Ich habe hier das schwarze Modell. Ihr seht zuerst mal, die ist natürlich relativ dick. Sie ist dicker als zum Beispiel die Pebble, wenn wir die mal so nebeneinander halten. Hier mal gucken, dann seht ihr, die ist schon eine ganze Ecke dicker. Sie ist auch ein bisschen schwerer, wobei sich das im Tragekomfort, sie liegt eigentlich super in der Hand, beziehungsweise am Arm. Ich zeige euch das mal. So, man klickt sie dann an und ihr seht, das geht hier eigentlich ganz hervorragend. Das wiegt nicht schwer, sieht, finde ich, auch relativ schick aus. Das Band hier kann man nicht wechseln. Das heißt, es gibt verschiedene Farben, Orange und Weiß und so weiter. Und da muss man sich gleich schon beim Kauf dafür entscheiden, weil man das danach nicht austauschen kann, weil hier in diesem Verschluss ist einerseits ein Mikrofon, andererseits auch ein Lautsprecher drin, weil das ist ein bisschen was Spezielles an dieser Smartwatch, dass sie eben damit, man kann damit telefonieren. Nicht nur steuern des Telefons, sondern wirklich auch telefonieren, das zeige ich euch nachher. Und dann hier auf der anderen Seite, ich drehe es mal so um, habt ihr sogar noch eine Kamera drin, eine 1,9 Megapixel Kamera. Ja, so ein bisschen James Bond mäßig. Die Smartwatch selber hat einen 800 MHz Prozessor drin, läuft grundsätzlich mit einem Android. Es gibt auch Apps dafür, das zeige ich euch nachher dann auch gleich. Und hat eben einen AMOLED-Bildschirm, der wirklich schön scharf ist und der sich auch in der Sonne draußen ganz gut ablesen lässt. Man kann die Smartwatch auf zwei Arten starten. Es hat hier auf der Seite eine Taste, die einzige Taste übrigens, sonst gibt es keinerlei Tasten an diesem Gerät. Oder man schwingt sie so, dass die Smartwatch quasi erkennt, dass man sie anschauen will. Und dann geht der Bildschirm an. Wenn ich dann, ich zeige euch das mal kurz, zum Beispiel hier das Wetter, kann man natürlich eine Wetter-App. Und so mit von oben nach unten kommt man dann immer wieder in diesen Homescreen sozusagen zurück. Doppelklick mit zwei Fingern geht ins Menü. Da seht ihr hier, nur ganz kurz, ihr seht hier die Lautstärke, die man einstellen kann. Hier die Leuchtkraft des Displays inklusive Outdoor-Modus. Hier oben seht ihr den aktuellen Akkustand und dann natürlich die Verbindung Bluetooth, dass die im Moment connected ist zum Galaxy Note. So, die meisten anderen Einstellungen kann man, ein paar Einstellungen kann man hier machen. Ich zeige euch das gleich mal. Es gibt natürlich, ihr seht, auch einen Schrittzähler. Hier Einstellungen, Uhr. Ihr könnt hier die Uhr einstellen, wie ihr das gern möchtet. Ich habe jetzt Wetteruhr, die Töne, die ihr gerne haben möchtet,
inklusive natürlich Vibration, kann man auch. Das Ding vibriert natürlich auch ganz schön. Von oben unten bringt euch immer wieder im Menü einen Schritt zurück. Die Anzeige lässt sich konfigurieren. Das Bildschirm-Timeout ist jetzt bei mir auf 10 Sekunden eingestellt. Um ein bisschen die Farbe kann man noch konfigurieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ihr könntet das zum Beispiel auch so machen. Wenn ich jetzt dann zurückgehe, seht ihr, dann sieht das dann so aus. Finde ich ehrlich gesagt eher scheiße. Passt mir nicht, machen wir wieder zurück, braucht natürlich auch entsprechend viel mehr Akku. So, jetzt gehen wir hier auf, wo war es denn? Anzeige und dann hier unten Farbe. Und ich will eigentlich gar keine Farbe, sondern ich will es gern schwarz. So, auswählen, zurückfahren, da seid ihr wieder im Homescreen drin. Wenn ihr nach oben, von oben nach unten swiped, kommt ihr zur Kamera. Seht ihr das hier? Habt ihr gleich eine Kamera? Könnte ich jetzt hier mein Wohnzimmer zum Beispiel fotografieren. Ich klicke da einmal drauf. Seht ihr? Stellt scharf und macht dann gleich ein Foto. Man kann hier noch verschiedenen Fokusmodus, also Auto oder Makro, kann man einstellen. Man kann die Auflösung einstellen, 1392x1392 oder eben 1280x960. Wenn ihr es 4:3 haben möchtet und nicht so wie das Display quasi 1:1. Sound and Shot, also dass es tönt, beziehungsweise, und dann habt ihr hier noch die Signatur, beziehungsweise ihr könnt hier, wenn ihr links klickt, natürlich auch noch filmen. Das Ganze kann also auch als kleine Videokamera gebraucht werden mit 720p Auflösung. So, von oben runter, wieder runter und dann seid ihr wieder quasi zurück. Die meisten anderen Einstellungen nimmt man vor über das Smartphone, das zeige ich euch gleich. Und vielleicht noch etwas zum Lieferumfang. Die Kamera kommt in einem Case natürlich daher. Und wenn ihr sie laden wollt, seht ihr hier unten, sind diese Ladekontakte. Und damit ihr das laden könnt, gibt es so ein kleines Cradle dazu. Das ist dieses Teil hier. Und dieses Cradle hat eigentlich zwei Funktionen. Einerseits, ihr setzt die Uhr hier rein. So, Moment, habe ich da natürlich so. Mach das da zu. So, jetzt ist es relativ klobig. Das braucht man zum Laden, weil nämlich nur, oh Quatsch, ihr seht es ja gar nicht, so, weil nämlich nur das Cradle hat einen Micro-USB-Anschluss, also damit ihr das mit einem normalen Ladegerät, wird auch eins dazu geliefert, laden könnt. Und das Cradle hat auch die NFE-Funktion dahingehend implementiert, dass ihr, wenn ihr das Cradle nehmt, am Anfang bei der Ersteinrichtung und so ans Smartphone haltet, dann wird automatisch die Bluetooth-Verbindung konfiguriert mit dem Gerät. Das Ganze ist eigentlich ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten hier auch einen Micro-USB-Anschluss gehabt, weil wenn ich unterwegs bin und dieses Teil nicht dabei habe, kann ich die Uhr nicht laden. Oder umgekehrt, wenn ich das verliere, dann ist die Uhr eigentlich gleich wertlos, weil ich sie nicht laden kann und nicht bei mit anderen Geräten erst einrichten kann. Also muss man gucken, dass man das Teil auf jeden Fall behält. Ist aber übrigens bei der Pebble nicht anders. Die Pebble, die hat hier so Ladekontakte und da gibt es einfach ein spezielles Ladekabel dazu, das ihr von USB eben dann auf hierhin mit einem speziellen Stecker. Wenn ihr das verliert, könnt ihr das Gerät genauso nicht mehr laden. Also das ist von dem her auch hier, ist das nicht implementiert. Vielleicht ganz kurz zu den grundsätzlichen Eigenschaften. Die Pebble, die kann eigentlich nur euch anzeigen, dass jemand anruft, SMS reingekommen ist oder E-Mails, je nach Einstellungen. Und dann gibt es verschiedene sogenannte Watch Faces, das sind eigentlich einfach Uhransichten. Ihr seht, da kann man so eine klassische Uhr machen oder er kann auch schreiben, was es ist. Oder dann hier, it is 20 past one, 20 after one und so weiter. Oder hier oder da wieder und dann so wieder zurück. Da kann man auch welche runterladen mit der entsprechenden App dazu. Ansonsten, man kann natürlich die Musik steuern, man kann Alarms setzen. Und dann einfach in den Settings noch ein paar Dinge einstellen und damit hat sich's eigentlich. Großer Unterschied ist natürlich, dieses Display hier ist ein E-Ink-Display, also so ein Display, das ihr auch bei den E-Ink-Readern habt. Dadurch ist die Akkulaufzeit zwischen 10 Tagen und 2 Wochen, je nachdem, wie oft ihr das benutzt. Und die Uhr, die hat eine Hintergrundbeleuchtung, die angeht, wenn man sie schüttelt. Das heißt eigentlich, wenn ihr sie am Arm tragt und dann ein bisschen schüttelt, dann geht die gleich an und ihr könnt das ablesen. Das ist praktisch, weil die Galaxy Gear Smartwatch, die geht eigentlich nur an, wenn sie erkennt, dass ihr sie anschauen wollt. Das heißt, ihr müsst so eine Bewegung machen, so eine Bewegung quasi hoch zum Auge. Ich mache das mal und dann geht sie dann zwischendurch an oder eben auch nicht. Oder, seht ihr, jetzt hat es geklappt, oder ihr drückt einfach hier auf der Seite auf den Taster. Man kann diese Bewegungssteuerung auch deaktivieren, das heißt, da müsst ihr dann jedes Mal hier drücken, damit sie überhaupt angeht.
Ich finde, das von der Pebble her ist eigentlich besser gelöst, weil die schüttelt man einfach, man schüttelt ein bisschen den Arm und dann geht die Hintergrundbeleuchtung an und man sieht dann quasi, was da drauf angezeigt wird. Diese Geste hier, die funktioniert nicht immer, aber okay, man hat ja noch den Knopf, der funktioniert natürlich immer. Das Display ganz klar, hier ist AMOLED und hier ist nur schwarz-weiß, keine Frage. Akkulaufzeit, ich habe das Teil hier, die Galaxy Gear, habe ich jetzt ungefähr eine knappe Woche. Und in der Woche eigentlich immer dabei gehabt, habe wirklich viel damit rumgespielt und bei mir hält sie so knapp 2 Tage. Also das heißt, wenn ich sie jeden Abend lade, habe ich definitiv kein Problem. Samsung selber gibt ungefähr 25 Stunden an, was dann eben so plus minus 2 Tagen entspricht, je nachdem, wie stark man es halt benutzt. Wenn ihr viele Fotos schießt hier mit der Kamera oder vor allem viel telefoniert, dann braucht das natürlich entsprechend Akku. So, jetzt mal gucken. Ich habe vorhin gesagt, es gibt ja da so eine App dann dafür, nämlich den Gear Manager. Der Gear Manager, der wird euch automatisch runtergeladen, wenn ihr die Uhr koppelt. Funktioniert im Moment, wie gesagt, nur leider mit einem Galaxy Note 3. Ihr könnt hier einstellen, was für eine Uhr ihr haben möchtet. Ihr könnt zum Beispiel auch hier eine Verknüpfungsuhr einstellen. So. Und dann seht ihr, hier könnt ihr konfigurieren. Zum Beispiel habe ich jetzt hier konfiguriert den Schrittzähler. Wenn ihr drauf geht, die Uhr funktioniert auch als Schrittzähler, wie viel ihr rumgelaufen seid. Und übermittelt das dann ans S-Health, an die S-Health-App, die ihr ja auf den Samsung, auf den neueren Samsung-Geräten drauf habt. Das ist zum Beispiel eine Variante. Ich habe dann hier noch eingestellt, dass man direkt in die Einstellung reinkommt. Komm. Hey, so. Oder dann habe ich mir eine App runtergeladen. Es gibt nämlich Apps, schon ein paar, von Samsung dafür, beziehungsweise von Third Parties. So, jetzt wird das da, seht ihr, Connection Established. Und jetzt kann ich zum Beispiel mal meine Twitter-Mentions gucken. Die werden jetzt natürlich über das Smartphone hier runtergeladen und werden auf der Uhr dargestellt. Also das ist so ein bisschen, um mal kurz zu gucken, was denn da im Moment gerade so läuft. Ob mich da einer angetweetet hat. So, seht ihr, da hat jetzt 3 Leute haben irgendwas geschrieben. So. Oder beziehungsweise man sieht die letzten 3 Menschen hier drauf. Timeline könnt ihr euch auch angucken, macht aber aufgrund des kleinen Displays nicht allzu viel Sinn natürlich, dass man hier irgendwie mit Twitter rumguckt. Aber ja, geht schon. Also zum Beispiel hier der Postillon, da wird irgendwas Cooles geschrieben. Ja, und wenn ihr dann aber hier drauf geht, dann ihr könnt retweeten, ihr könnt quasi als Favorit speichern und wenn ihr hier drauf geht, dann geht dann auf dem Telefon idealerweise irgendwann mal die entsprechende App auf. Hat jetzt nicht geklappt, klappt aber meistens. Könnt ihr konfigurieren, welche App dann aufgeht, dann geht dann eure Twitter-App auf. So, ich habe lieber das Wetter, schalte es hier wieder um, zack, ihr seht, gleich sind wir wieder auf dem Wetter. Eine Variante. Dann habt ihr natürlich eigentlich das Wichtigste sind die Anwendungen. Was ihr da so installiert habt, könnt ihr hier konfigurieren und dann könnt ihr vor allem Samsung Apps, könnt ihr da eben in eine Art eigenen App Store rein, Social Networking und ihr seht, da gibt es schon ein paar Apps dazu. Quick Tweet, Quick View ist die ich vorhin euch gezeigt habe, die ich bei mir drauf habe. Chat on Pass für Samsung gibt es. Es gibt einen Snapchat für die Galaxy Gear. Mini Square ist so eine Art Foursquare, damit ihr einchecken könnt. Facebook Quick View ist noch etwas Lustiges, damit ihr auch auf. Und dann gibt es natürlich hier diverse Uhren. Seht, da haben wir ein paar Uhren, die man da noch installieren kann. Ist im Moment alles noch relativ leer. Themes gibt es noch gar keine, seht ihr da. Aber ist alles schon vorbereitet. Kaufen gratis neu und alle. Im Moment sind es ungefähr 60 Apps knapp, die da drin sind in diesem Samsung Store, die ihr dann hier mit dieser App eigentlich auf der Galaxy Gear installieren könnt. Das werden sicher in Zukunft noch mehr werden, denke ich. Das ist gar keine Frage, dass wir da noch mehr sehen werden. Und hier könnt ihr dann sagen, wie möchtet ihr die Benachrichtigungen, S-Voice, da habe ich jetzt die Ein-Aus-Taste zweimal drücken, quasi Doppeltap, so, jetzt wird noch eine, dann könnte ich irgendetwas sagen. Mit S-Voice, das ist ja quasi die Siri-Version von Samsung, die in meinen Augen genauso unnütz ist wie Siri, beziehungsweise noch schlechter funktioniert, aber okay. Gibt ja Leute, die wollen mit ihren Smartphones sprechen, das kann man also hier auch tun, aber ihr seht, das dauert jetzt relativ lange. Herstellen einer Verbindung, er ist jetzt da irgendwie, versucht er jetzt hier auf dem Galaxy Note natürlich die Intelligenz. So, jetzt könnte man da quasseln. Guten Morgen.
Also Sie was sagen mit Weißtas, bitte sprechen Sie verbunden Gerät. Also das würde schon funktionieren und da auch wieder Swipe von oben nach unten und dann seid ihr quasi wieder draußen im Normalen. So, ihr könnt natürlich, hier kann man auch verschiedene Dinge anzeigen. Die Aktivierungsgesten, habe ich vorhin gesprochen, die kann man ein- oder ausschalten. Also ob sie quasi dann merkt, dass ihr sie anschaut und angeht oder nicht. Das sind die Einstellungen. Und dann ist es so, dass ihr eigentlich hier quasi dann eure Anwendung, die ihr installiert habt, könnt ihr dann hier drüber konfigurieren. Ihr seht, Evernote habe ich noch drauf, weil ich sehr oft Evernote brauche. Galerie, Kamera kann man sagen, was er da machen will. Kann man jetzt sagen, hier jetzt übertragen zum Beispiel. Man kann auch sagen, er soll automatisch übertragen. Da ist nichts anderes gemeint als die Fotos, die er darauf schießt, weil am Anfang sind die werden zuerst mal nur hier drauf gespeichert. Hat 4 GB eingebauten Speicher, die Galaxy Gear. Und die werden dann, oder man kann eben sagen, dass sie von Zeit zu Zeit immer oder nur, wenn es geladen wird, das Gerät, dass sie dann in die Galerie eures Android Smartphones bzw. des Galaxy Notes rübergenommen. Sprachmemos kann man aufnehmen. Pocket gibt es auch eine App dafür, wo ihr euer Pocket, eure gespeicherten Dinge in Pocket anschauen könnt. Termine und so weiter. Also ihr seht, da geht schon einiges. Da gibt es auch tatsächlich schon einige Apps dafür. Aber jetzt denke ich, das Spannendste, wir schauen uns mal an, wie sich diese beiden Uhren verhalten, wenn man sie anruft, was denn da passiert. Weil in meinen Augen das Wichtigste einer Smartwatch ist immer noch, ich will benachrichtigt werden, wenn ich Anrufe kriege und dann entweder halt etwas machen können oder wie das funktioniert. So, jetzt machen wir das so. Ich nehme hier mein iPhone. Das iPhone ist mit der Pebble connected. Und jetzt, Moment, schnell meinen Code eingeben, außerhalb der Kamera natürlich. So. Und jetzt gehe ich hier aufs Telefon, die sind zusammen und tue mein Orange-Handy anrufen, was in diesem Fall dem Galaxy Note entspricht. Ich lege das mal hier zur Seite. So, ihr seht hier, wird es angezeigt. So, und ihr seht, die quasseln jetzt beide. Es piepst jetzt auch hier und ich kann jetzt hier, wenn ich das hier nehme, kann ich das annehmen. Ich ziehe das mal rüber. So, und jetzt kann ich da reinsprechen. Und ich mache jetzt hier mal, ich rede mal hier in mein Handy rein. Hallo, hallo. Das kommt nämlich dann hier hin. Da aus diesem Lautsprecher raus. Und umgekehrt, wenn ich jetzt hier auf Lautsprecher gehe und da reinkasele, so, jetzt gibt es natürlich eine ganz gnadenlose Rückkopplung, ist klar, da kann ich jetzt eigentlich so zusammensprechen. Also das heißt, es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Idee mit dieser Smartwatch hier, weil ihr nämlich, ich stelle das mal ab, so, seht, Connection wird geschlossen, zack. Weil ihr nämlich eigentlich hier mit der Smartphone sprecht. Ihr sprecht hier ins Mikro rein und da ist auch gleich eingebaut ein Lautsprecher. Und die Rückkopplung kam jetzt nicht daher, dass das hier quasi integriert ist. Das funktioniert bestens, sondern weil mein iPhone hier viel zu nah dran gelegen ist. Also das lag eigentlich an dem. So, also ihr seht, man kann mit der Uhr direkt sprechen. Ihr könnt aber auch, wenn der Anruf kommt, wenn ihr ihn dann hier am Galaxy Note 3 abnehmt, dann sprecht ihr natürlich mit dem Smartphone. Also da man kann entweder wählen, das hier anzunehmen den Anruf, dann seid ihr direkt auf der Smartphone verbunden oder ihr macht es ganz klassisch mit dem Smartphone und telefoniert dann via Smartphone und nicht via Smartwatch. So, wie sieht das hier aus bei der Pebble? Die Pebble-Uhr, die macht das ein bisschen anders. Wir machen jetzt hier mal, ich wähle mich mal an hier. So, Quatsch, das war jetzt falsch. Natürlich dieses hier. So, jetzt mal anrufen. Ich lege das ein bisschen zur Seite. Wir gucken jetzt mal hier, was passiert. Pebble, ich habe die also quasi am Arm. Ich kriege einen Anruf und irgendwann, so, ihr seht, der wird hier notifiziert. Und ihr habt genau zwei Möglichkeiten. Hier oben ist annehmen, hier unten ist abweisen. Und wenn ihr annehmt, ich drücke das mal, dann wird das nicht hier auf der Pebble angenommen, sondern ganz einfach da auf dem iPhone, ganz normal wie früher. Ich hänge wieder auf. So, also das ist eigentlich der Unterschied. Die Galaxy Gear lässt sich zum Telefonieren verwenden, wohingegen die Pebble Smartwatch euch einfach anzeigt, hey, da ist ein Telefon und ihr nehmt dann das Smartphone und entweder nehmt ihr den Anruf dort entgegen oder ihr drückt hier auf der Pebble, aber trotzdem die ganze Kommunikation funktioniert dann über Smartphone. Weitere große Unterschiede dieser beiden Uhren sind natürlich der Preis. Die Pebble Smartwatch kostet ungefähr 100 Euro. Wenn man sie denn kriegt, die Warteliste ist immer noch nicht ganz abgearbeitet. Die Galaxy Gear ist im Moment in Deutschland und auch in der Schweiz relativ problemlos zu kaufen, kostet aber schlappe 300 Euro. Aber halt, ihr braucht dazu im Moment noch das Galaxy Note 3. Also ihr seid natürlich sehr eingeschränkt, weil bei der Pebble, muss man ganz klar sagen, die Pebble funktioniert mit dem iPhone.
Funktioniert aber sogar noch ein bisschen besser, weil man mehr Funktionen hat, eigentlich mit jedem Android-Device. Ihr könnt die Pebble-Apps aus dem Google Play Store laden und die dann damit connecten, und das funktioniert dann auch. Trotzdem muss ich sagen, rein technisch gesprochen, und mein Geek-Herz fühlt sich mit der Galaxy Gear Smartwatch im Moment extrem wohl. Ich finde das super cool, einfach weil man viel mehr damit machen kann. Man kann sich das Wetter anzeigen lassen, im Detail auch. Und das gefällt mir einfach. Der Bildschirm ist absolut knackig, ist wirklich klasse, sieht geil aus. Die Akkulaufzeit reicht mir völlig. Ich brauche keine Akkulaufzeit von einer Woche oder sogar 10 Tagen. Mir reicht mindestens 1 oder 1,5 Tage, weil ich sowieso jeden Abend auflade. Mache ich ja mit meinem Smartphone, abgesehen davon auch. Und ob ich jetzt die hier noch quasi schnell hier in diesen Cradle stecke und lade, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Also von dem her ist das kein Nachteil. Ich gebe zu, das Telefonieren ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang. Das hat so ein bisschen was von Knight Rider aus den 80er Jahren, der da mit seiner Uhr quasselt. Aber auf der anderen Seite macht es tierisch Spaß, funktioniert sehr gut. Die andere Seite hört einen ausgezeichnet, habe nie Nachteil. Ich habe immer gehört, hey, das tönt ganz normal. Und ich brauche schon jetzt relativ häufig den Freisprechmodus, damit ich die Hände frei habe, um irgendwas sonst zu machen. Funktioniert also auch mit der Uhr eigentlich ganz gut. Und ja, die Kamera, ich gebe es zu, das ist natürlich eigentlich eine Spielerei, wobei die Bilder, die ihr hier mit dieser 1,9 Megapixel Kamera macht, die sind erstaunlich gut. Also ich habe, wenn ich das auf dem PC oder auf dem Mac dann anschaue, sind die wirklich qualitativ ganz brauchbar. Und es ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Google Glass. Ihr habt halt eine Uhr, eine Kamera in jeder Lebenslage dabei, und das ist so was ziemlich Neues, was es vorher halt nicht so gab, und da macht ihr halt das ein oder andere Foto aus einem anderen Winkel, das ihr vorher vielleicht nicht so gemacht hättet. Aber ist sicher kein Must-Have, klar. Also ich wäre ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich das jetzt haben müsste, so eine Uhr in der Kamera. Das gebe ich gerne zu, das wäre jetzt in der, wenn ich wählen dürfte, was es können muss, wäre das jetzt bei mir nicht unbedingt zu oberst gewesen, aber auf der anderen Seite, es ist eigentlich ganz witzig und funktioniert erstaunlich gut. Ansonsten die Bedienung, die ist völlig frei von Fehlern oder von Dingen, die man nicht versteht. Es ist sehr einfach aufgebaut. Ihr habt hier die Benachrichtigungen, ihr habt auch ein Archiv der Benachrichtigungen, Facebook, E-Mail, Gmail, Google Plus jetzt bei mir im Moment. Je nachdem, was ihr benutzt, bei E-Mail ist es zum Beispiel so, wenn ihr die offizielle E-Mail-App von Samsung braucht, von einem Smartphone, dann könnt ihr die E-Mails hier drauf wirklich lesen. Und wenn ihr aber die Gmail-App braucht, dann ist es einfach so, ihr werdet quasi darauf hingewiesen, hey, da ist ein E-Mail gekommen. Und wenn ihr das dann lesen wollt, klickt ihr drauf, so, und dann geht dann die entsprechende E-Mail-App auf und zeigt euch das an. Also ihr könnt nur mit der Samsung-E-Mail-App im Moment die E-Mails wirklich bearbeiten, hier auf der Watch. Der Rest wird nur angezeigt. Gleiches bei Facebook und bei Google+. Das zeigt euch einfach an, hey, da war was. Und wenn ihr es wissen wollt, klickt ihr hier drauf. Und schaut jetzt mal, was hier dann passiert. Also hier nochmal das Gleiche, kommt eine Meldung, hey, gell, du musst dann das hier, zack. Jetzt geht hier die Google Plus App auf und zeigt euch dann entsprechende Ding an. Also funktioniert ganz gut, aber wäre natürlich schöner, wenn man das alles direkt hier auf der Uhr machen könnte. Aber ich bin überzeugt, das wird noch kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Funktionen implementiert werden, beziehungsweise bis dann da entsprechende Apps kommen. Weil es gibt ja einen App Store dafür, man kann Apps für die Galaxy Gear entwickeln. Und ich bin überzeugt, da werden noch mehr kommen als die paar wenigen, die es im Moment gibt. Ihr seht, ich habe hier im Moment ja nur, ich habe dieses Tweet Quick View drauf, Pocket, und dann habe ich noch Evernote natürlich drauf, wo man einfach ganz schnell, er connectet dann ein Foto, ein Audio, Recent oder Checklists könnt ihr da schnell machen, und dann holt er euch die entsprechenden Infos und pusht sie dann hoch via Smartphone. Funktioniert gar nicht schlecht. Oder eben hier beim Pocket, gehen wir da mal rein. So, jetzt hat er da was gefunden, was ich gespeichert habe. Jetzt könnte man damit was machen. So, und hier zum Beispiel, wenn ich jetzt da aber drauf gehe, dann ist klar, das funktioniert dann eben noch nicht so richtig, weil es müsste dann die App aufgehen, aber das ist irgendwie noch nicht so. Also die Apps, die man im Moment für die Galaxy Gear kaufen kann, die sind alle noch so ein bisschen Beta-lastig, das merkt man, da könnte man noch viel mehr machen. Die Uhr selber ist eigentlich schnell und bietet auch genügend Power,
Aber das ist jetzt halt so ein erster Versuch. Aber es fasziniert mich. Ich finde es sehr spannend, muss ich wirklich sagen. Ich trage die Uhr auch ganz gern. Sie ist spritzwasserfest. Das heißt so viel wie, wenn ihr euch die Hände wascht, müsst ihr sie nicht ausziehen. Aber ich würde damit nicht unter die Dusche steigen. Wohingegen die Pebble, die ist wasserdicht bis, glaube ich, ein paar Meter. Also mit der könntet ihr auch baden. Ich nehme beide nicht mit zum Baden. Von dem her spielt es für mich nicht so eine Rolle. Aber man muss es einfach wissen, die ist nicht komplett wasserdicht. Das ist nicht gedacht dafür, um damit irgendwie unter die Dusche zu steigen. Aber beim Händewaschen oder wenn ihr mal in Regenguss kommt, da macht es nichts, da passiert eigentlich nichts. So, das war mein kurzer Überblick über die Galaxy Gear Smartwatch. Wie gesagt, im Moment nur mit Galaxy Note 3 brauchbar. Wird sich aber ändern, die wichtigsten Galaxy-Geräte von Samsung werden via Software-Update Unterstützung für die Galaxy Gear bekommen. Ja. Hat mich gefreut, wart ihr dabei. Wenn ihr Fragen habt, unten einfach in die Kommentare schreiben oder direkt auf meiner Homepage oder mich via Twitter, Facebook oder wo auch immer anposten. Wenn ihr noch Sachen rausgefunden haben wollt oder wenn ihr möchtet, dass ich gewisse Dinge teste mit dieser Uhr, kein Problem. Die ist im Moment bei mir, das Galaxy Note 3 auch. Dazu gibt es ja noch einen ausführlichen Testbericht später, sowohl auf eifrig.ch wie auch hier auf dem YouTube-Channel. Besten Dank und bis dann. Tschüss.